Fröhlich spielen die Kinder an diesem Morgen in den Räumlichkeiten der Kita Kleine Entdecker. Was sie nicht wissen, ihr Platz in der Greifswalder Kindertagesstätte wird demnächst um einiges teurer. Stören braucht das die Kleinen allerdings nicht. Betroffen sind die Eltern, die ab kommenden Sommer höhere Elternbeiträge zahlen müssen. Grund? Ein enormes Defizit im Bereich Kinderbetreuung, welches den städtischen Haushalt belastet. Eine Sondersitzung des Finanzausschusses sollte die Situation nun klären. Konkret geht es um ein sattes Minus von 800.000 Euro. Wir haben ein Einnahmeproblem, weil wir 2011 die Elternbeiträge abgesenkt haben. Wir haben 2012 keine Elternbeitragserhöhung gehabt. Und das führt natürlich dazu, dass dann 2013 ein hoher Anpassungsbedarf besteht. Zwischendurch hatte es halt natürlich Tarifsteigerungen gegeben. Personal ist teurer geworden, auch die Sachkosten sind gestiegen. Und deswegen werden wir dieses Jahr schon eine höhere Anpassung der Elternbeiträge haben. Darüber verhandeln wir gerade mit dem Kreis. Wir haben im letzten Jahr sozusagen 800.000 weniger eingenommen an Elternbeiträgen, als wir eigentlich geplant haben. Das ist natürlich im Umkehrschluss eigentlich eine Subventionierung der Elternbeiträge gewesen. Dieses Jahr werden wir das in dem Ausmaß nicht mehr machen und werden halt die Elternbeiträge dann entsprechend anpassen müssen. Auch Greifswald und der Kreis beteiligen sich neben dem Land an der Finanzierung der Kita-Plätze. Ziel sei laut Demski eine 100-prozentige Kostendeckung. Vergangenes Jahr zahlten die Eltern im Durchschnitt 275 Euro für einen ganztägigen Krippen- und 165 Euro für einen ganztägigen Kita-Platz. Für die Kostensteigerung hat sich der Kreis allerdings schon sein eigenes Konzept zurechtgelegt. Der Kreis hat ein neues System eingeführt und verteilt die Sachkosten nicht mehr regelmäßig auf die Plätze, sondern auf die Vollzeitplätze will er mehr Sachkosten verteilen, auf die Teilzeitplätze halt weniger. Das ist aus meiner Sicht nicht gerecht, weil das Kind, was in die Kindertagesstätte kommt, ist halt nicht im Schichtbetrieb da, sondern nimmt einen Platz halt wahr. Das führt allerdings so, wenn das der Kreis so wirklich durchführt, zu dem Ergebnis, dass bei Vollzeitplätzen wir teilweise Elternbeitragssteigerung von über 50 Euro haben, während wir bei Teilzeitplätzen bei unter 5 Euro liegen. Bei den Steigerungen, ich möchte eigentlich in den Verhandlungen erreichen mit dem Kreis, dass diese Kosten gleichmäßig umgelegt werden. Dadurch würden dann bei Vollzeitplätzen halt eine geringere Steigerung eintreten. Bei Teilzeitplätzen wäre das dann eine etwas höhere Steigerung, die da eintreten würden, als das, was wir bisher haben. Insgesamt müssen die Eltern aber natürlich mit einer Anpassung rechnen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit gerecht, wenn halt 3 Jahre lang die Beträge jedenfalls nicht mehr nach oben angepasst worden sind. Im Vergleich zu freien Trägern seien unsere Platzkosten laut Ulf Demski sehr teuer. Gründe: die erheblichen Heizkosten in den älteren Gebäuden sowie Reinigungs- und Hausmeisterkosten. Auch die hohen Personalkosten für Erzieher seien ein wichtiger Punkt. Rund 1.900 Kinder werden derzeit in 14 Einrichtungen der Stadt betreut. Bei 238 Erziehern eine Auslastung von 92%. Die Luft nach oben will die Stadt zu ihren Gunsten nutzen. Ziel wird es natürlich auch sein, die Elternbeitragssteigerung möglichst gering ausfallen zu lassen. Das heißt, wir wollen halt schon gucken auf der Kostenseite, was wir dort machen können. Wir wollen sehen, ob wir nicht mehr Kinder in die einzelnen Einrichtungen nehmen können. Bei gleichbleibenden Sachkosten führt das dann halt zu niedrigeren Elternbeiträgen oder zumindest jedenfalls nicht zu so einem starken Anstieg. Und Ziel ist es halt gleichzeitig, eine gute Betreuung der Kinder zu erreichen, aber natürlich auch bei angemessenen Elternbeiträgen. Unsere Erzieherinnen werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt. Das ist vielfach mehr, als bei freien Trägern gezahlt wird. Ich finde es aber auch gut, wenn die Erzieherinnen ordentlich verdienen. Und ich glaube, dass das auch für die Arbeitsmotivation sicherlich eine gute Sache ist. Laut Demski gehört Greifswald zu den wenigen großen Städten, die ihre Kitas in der Stadtverwaltung mitführt. Sein Wunsch wäre eine bessere Organisierung des Bereichs Kinderbetreuung und die eventuelle Überführung in eine neue Rechtsform. Denkbar wäre hier eine Anstalt öffentlichen Rechts, ein Eigenbetrieb oder eine gemeinnützige GmbH.